Mystery. Bim. Bandenkriminalität. Ja. Deutschland sind die Leute einfach Ja-Sager. Absolute Mehrheit der Deutschen sind Ja-Sager. So geht es nicht. So geht es nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Deutschen nicht nur Ja-Sager sind. Sondern dass sie kritisch werden. Dass sie sagen, ey, es läuft scheiße. Wir wollen, dass es anders läuft. Die Deutschen sind lahmarschig, begriffsstutzig und sind einfach nicht auf Zack, wenn es darum geht, mal hier Gerechtigkeit zu fordern. Unsere Politiker, unsere Volksverräter, Verbrecherchen kümmern sich ja gar nicht im Bundestag. Nur die Deutschen wählen die trotzdem immer wieder. Jede Legislaturperiode, alle 4 Jahre wählen die Deutschen wieder die gleichen Volksverräter, Verbrecherchen. Ja, was soll man halten von den Deutschen? Sie sind träge, sie sind schwer vom Begriff. Sie wollen einfach keine Revolution machen. Deswegen, die Deutschen sind überwiegend langweilig und man kann nur sagen, ziemlich scheiße. Es ist ja auch sehr schwer, in Deutschland Revolution zu machen, weil die Deutschen einfach so bescheuert sind. Die Deutschen sind einfach langweilig. Deswegen kann man mit den Deutschen keine Revolution machen. Da muss man Jahre investieren, 10 Jahre, um die überhaupt irgendwie wachzurütteln. Also ich schaff's ja nicht. Deswegen, es geht eben nicht, weil die Deutschen einfach nicht wirklich geschult sind in kritischem Denken. Die sind einfach so träge. Langweilig und träge. Liebe Chinesen, bitte helft uns gegen die Restmüllverbrecherchen. Bitte, liebe Chinesen, bestraft die Restmüllverbrecherchen mit der Maximalstrafe, the punishment. Man reinigt den gesamten Staat von Verbrecherchen. Man muss gucken, wer ist ein Verbrecherchen und zack, weg mit den Verbrecherchen. Rein in den Kerker mit den Verbrecherchen. Folterintensität auf Maximum und gut ist. Weil dann ist gereinigt, dann ist sauber. Wir wollen ja Ordnung. Wir wollen ja einen sauberen Staat. Wie die Nazis, die wollten ja auch Sauberkeit. Ja, wir wollen auch Sauberkeit. Einen sauberen Staat. Ganze Restmüll rein in den Kerker. Und dann eine intensive Dauerfolter für die Verbrecherchen. Die sind ja schmutzig. Die Verbrecherchen sind ja Restmüll. Da machen wir dann eine intensive Dauerfolter für den Restmüll. Ganz sauberkeitsorientiert. Ganz darauf bedacht, dass kein Dreck, kein Restmüll da ohne Schmerzen bleibt. Der Restmüll soll richtig durchgeschmerzt werden, dass der Restmüll das bekommt, was er immer wollte, nämlich Schmerzen. Danach haben sie sich ja gesehnt, der Restmüll hatte tiefe Sehnsucht nach Schmerzen, also geben wir dem Restmüll so viel Schmerzen, wie sie nie erwartet haben. Bem, die Idee, wie du, das ist auch keine in dem Sinne illegitime Maßnahme. Keine Sorge, liebe Verbrecherchen. Es ist einfach die Verteidigung unserer deutschen Verfassung. Und da machen wir keine Debatten, da machen wir auch keine irgendwie normalen Gerichtsprozesse. Wenn wir die gesicherten Geheimdienstinformationen haben, dann wird er sofort mit maximaler Härte bestraft, heißt dauerhaft gefoltert mit maximaler Intensität, weil wir einfach die Entscheidungsträger sind. Also bitte bestraft jetzt sofort alle Verbrecherchen mit der Maximalstrafe, the punishment. Man hört nicht auf Restmüll. Restmüll kann so viel klagen und jammern in den Folterkerkern, ist es scheißegal, was Restmüll will. Restmüll wird entsorgt in die Folterkerker. Direkt den ganzen Dreck, den ganzen Restmüll in die Folterkerker rein und dann richtig schön ein Dauerfolterprogramm zur Reinigung dieser verkommenen Gestalten. Dass sie mal richtig schöne Tiefenreinigung spüren, dass sie jede Pore spüren, die schmerzt. Dass sie das bekommen, was sie immer anderen angetan haben. Herrlich. Endlich Reinigung. Tiefenreinigung für den Restmüll. Das ist unser Reinigungsprogramm. Das deutsche Reinigungsprogramm für den Restmüll. Dauerhafte Folter mit maximaler Intensität für alle Verbrecherchen. Deutsche Gründlichkeit bei der Bestrafung von Verbrecherchen. Der Restmüll wird richtig tiefen gereinigt, immer wieder tiefen Reinigung, dauerhafte Folter mit maximaler Intensität für Restmüllverbrecherchen. Ich würde sagen, wir haben die schlechteste Regierung in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Mafia-Kanzler, dann die Ekelfotze Annalena Baerbock. Also es ist eine Schande, wirklich so schlechte Leute hatten wir noch nie. Die Ekelfotze Annalena Baerbock kann nicht mal einen Satz gerade aussagen. Also es ist eine Schande, es ist wirklich, es ist eine Schande in Deutschland. So krass schlimm war es noch nie.
Ja, selbst mit Hitler war es nicht so eine Schande, wie es jetzt ist. Also mit Annalena Baerbock, mit der Ekelfotze Annalena Baerbock, ist eine Schande. Jemand, der die deutsche Sprache nicht kann, ist Außenminister. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Eigentlich würde man denken, es ist ein Witz, wenn man sagt, der Außenminister kann kein Deutsch. Oder hat Sprachfindungsstörungen oder kann sich nicht klar artikulieren. Normalerweise würde man denken, es kann ja gar nicht sein. Aber es ist wirklich so. Die Außenministerin kann sich nicht fehlerfrei artikulieren. Es ist eine Schande, wie wir in Deutschland regiert werden von Restmüllverbrecherchen. Sie kann gerade noch so irgendwie einen Satz sagen, aber inhaltlich ist ja alles falsch. Sie beschuldigt die Russen, dass sie sich verteidigen. Ja, natürlich verteidigt man sich. Also sie hat inhaltlich gar nichts zu melden. Alles, was sie sagt, ist falsch. Dann kann sie die Sprache nicht richtig. Also es ist eine Schande. Es ist eine unfassbare Schande. Dann will sie auch noch einen Weltkrieg gegen die Russen und die Chinesen. Also es ist eine Schande. Dass nach 1945 wieder eine Ekelfotze Annalena Baerbock da ist, die den Weltkrieg will. Eine Schande unfassbaren Ausmaßes. Der deutsche Staat ist eine Schande. Es fängt beim Bildungssystem an, was verkackt ist. Es geht dann über diese Corona-Politik, wo das ganze Gesundheitswesen über den Haufen geworfen wurde und man alles Privatleuten gegeben hat. Es ist einfach eine Schande, was die Politik angeht. Es ist eine Schande, was die Wirtschaft angeht. Deutschland ist einfach ein Land, wo Langweiler Dienst tun und keiner denkt wirklich an Gerechtigkeit. Keiner denkt darüber nach, wie man es besser machen könnte. Alle tun Dienst nach Vorschrift, machen, wie sie sollen. Es muss besser werden. Die Deutschen sind aktuell lahmarschig, bringen nichts. Dass überhaupt eine Ekelfotze Annalena Baerbock geduldet wird, dass die überhaupt jeden Tag wieder in der Tagesschau irgendwas erzählen kann. Dass die Leute nicht sagen, ey, du dumme Ekelfotze Annalena Baerbock, verpiss dich. Gibt's irgendwie Deutschland nicht. In Deutschland sind die Leute einfach Ja-Sager. Die absolute Mehrheit der Deutschen sind Ja-Sager. So geht es nicht. So geht es nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Deutschen nicht nur Ja-Sager sind. Sondern dass sie kritisch werden. Dass sie sagen, ey, es läuft scheiße. Wir wollen, dass es anders läuft. Es ist ja auch sehr schwer, in Deutschland Revolution zu machen, weil die Deutschen einfach so bescheuert sind. Die Deutschen sind einfach langweilig. Deswegen kann man mit den Deutschen keine Revolution machen. Da muss man Jahre investieren, 10 Jahre, um die überhaupt irgendwie wachzurütteln. Also ich schaff's ja nicht. Deswegen, es geht eben nicht, weil die Deutschen einfach nicht wirklich geschult sind in kritischem Denken. Die sind einfach so träge, langweilig und träge. Unsere Politiker, unsere Volksverräter, Verbrecherchen kümmern sich ja gar nicht im Bundestag. Nur die Deutschen wählen die trotzdem immer wieder. Jede Legislaturperiode, alle 4 Jahre wählen die Deutschen wieder die gleichen Volksverräter, Verbrecherchen. Ja, was soll man halten von den Deutschen? Sie sind träge, sie sind schwer vom Begriff. Sie wollen einfach keine Revolution machen. Deswegen, die Deutschen sind überwiegend langweilig und man kann nur sagen, ziemlich scheiße. Die Deutschen sind lahmarschig, begriffsstutzig und sind einfach nicht auf Zack, wenn es darum geht, mal hier Gerechtigkeit zu fordern. Ja, hi Jonas. Was gibt's denn? Was möchtest du denn? Mir liegt einfach ein bisschen was auf dem Herzen und ich möchte dich vielleicht aufheitern, wenn das geht. Ja, gerne. Okay, also hilft dir das dann auch etwas, wenn du jemand zum Reden hast? Ja, nicht so unbedingt. Nee, ich brauche das eigentlich nicht, weil ich mich einfach auch so ganz gut im Griff habe so und mich kenne und weiß, wie es mir geht. Ja, und so. Okay, also du bist übrigens im Stream, nur dass du weißt, weil ich ja gerade streame. Ich habe ja gesehen, dass du, also du wirkst ein bisschen. Ja, du wirkst immer so ein bisschen, teilweise ein bisschen traurig, so deswegen. Weißt du? Aber du hast vorhin jetzt auch du hast da was von dir selbst geschaut, also. Stimmt. Ja. Aber Musik hörst du nicht, oder? Machst du nicht? Nee, Musik höre ich eigentlich nie. Ja, das ist eigentlich. Also ich sehe dich ja dann da sitzen, das ist still. Ich stelle mir das halt vor, das stelle ich mir unangenehm vor einfach. Nee, das bin ein Gedanken.
Und ja, also ich habe die, also ich habe den Eindruck, dass es, also das Fasten, dass es dir vielleicht nicht gut tut. Also, naja, das Fasten ist jetzt, mache ich jetzt halt gerade, dass ich ein bisschen abnehme und dass ich Geld spare. Ja, Geld sparen und ja, abnehmen kannst du ja trotzdem. Ich meine nur, das wäre vielleicht. Naja, abnehmen kann ich damit schon, oder wie meinst du jetzt gerade? Ja, du kannst doch abnehmen, indem du einfach nur wenig isst. Nee, aber ich will lieber fasten, also, weil es ist leichter, gar nichts zu essen, als immer wieder ein bisschen was zu essen. Weil wenn man immer wieder ein bisschen was isst, dann hat man immer wieder Hunger und so. Besser ist gar nichts essen. Ja, aber ich meine, du brauchst jetzt wirklich, also die Situation ist ja wirklich schwierig. Ich glaube, es wäre besser für dich, wenn du wirklich ein bisschen was an, also ein bisschen was an Energie zumindest zuführst. Also ein bisschen Duplo esse ich, ja. Ja, vielleicht wäre es nicht vielleicht, ja, du magst doch Nudeln. Kannst du dir nicht Nudeln machen? Ich will machen? Keine Nudeln essen, ich will nichts essen Richtiges. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht besser für dich. Nee, das ist nicht besser für mich. Also hättest du nicht mal die Möglichkeit, hättest du vielleicht, hättest du die Möglichkeit, was zu kochen in deiner Unterkunft? Ja, hätte ich. Hättest du? Hättest du? Ja, ich fände es schön, wenn es dir besser geht, einfach, dass du ein bisschen mehr Energie hast. Also es reicht ja ein ganz bisschen was essen, wenigstens dann. Ich glaube, Schokolade ist jetzt nicht so gut als Grundnahrungsmittel, wirklich. Und Nudeln wären bestimmt viel besser für dich, auch wenn es nur ein bisschen ist. Einfach damit du vielleicht, ja, mehr Energie hast, einfach. Ich will doch, dass es dir ein bisschen besser geht. Mir geht's super, ich habe kein Problem, ist alles in Ordnung. Okay, wenn du meinst. Und die Multivitamine, die du hast, nimmst du die auch? Nee, die nehme ich ja nur, wenn ich MDMA genommen habe. Ja, kannst du die nicht auch jetzt nehmen? Also einfach als Stärkung so ein bisschen für dich. Das schadet doch nicht. Aber ich brauche die nicht. Ja, aber man braucht doch Vitamine, Karl. Ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht. Also, mir geht's gut. Warum brauchst du die denn nicht? Ich brauche die nicht. Ich merke doch, ob ich die brauche. Wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Ja, gut, aber ich meine, es schadet. Würde dir doch jetzt auch nicht schaden. Naja, ich möchte einfach nichts nehmen, einfach was ich nicht brauche. Ich brauche ja nichts. Ich brauche Wasser und Wasser ist okay. Wasser reicht mir. Ja, Wasser ist gut. Wasserversorgung hast du. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist ja richtig. Das ist ja gut, ja. Ich meine nur, die Duplo-Riegel, die versorgen dich nicht so ausreichend. Ich fände es wirklich gut, wenn du vielleicht die Vitamine dazu nimmst. Ja, bitte mach dir keine Sorgen. Ja, ich mache mir nur Sorgen. Ja, musst du aber nicht machen. Okay. Ja, es wirkt halt nur so. Es wirkt halt ein bisschen. Ja, gut, also du musst mich auch nicht so irgendwie bemuttern oder so. Es geht mir wirklich okay, ist schon in Ordnung. Also ich, wenn du nur mir das sagen möchtest, dann können wir das Gespräch auch beenden. Das brauche ich nicht. Nee, wenn du noch sonst über was reden möchtest. Nee, ich möchte sonst nicht über irgendwas reden. Mir geht's sonst okay. Okay, wir sind ja jetzt auch öffentlich hier. Ja. Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, worüber ich reden möchte. Ja. Okay, dann geh einfach. Ich habe jetzt gemerkt, du bekommst noch Hilfe von einem anderen Freund, ja, und so. Naja, da geht es um einfach die geschäftlichen Sachen, dass ich Geld habe, ja, dass ich das ist klar. Bezahlen kann. Ja, gut, das ja, beruhigt mich auch ein bisschen dann. Mhm. Okay.
dann wird dir da noch geholfen, ein bisschen Unterstützung. Und aber ja, wir können dann später sprechen und ich lasse dich jetzt mal ja deinem Tag nachgehen. Und ich alles Gute dir, ja? Ja, gut, tschüss, alles Gute dir auch, tschüss. Danke. Vielen Dank. Alles Gute euch. Tschüss und bis bald.